vor, das Finale einer Debatte in einer Turnhalle. Hat doch die gleiche Funktion, oder? Ist groß, geräumig, man versteht die Menschen. Aber so wirklich Spaß hätte man dabei nicht, oder? Aber so ein Landtag mit richtig viel Schnörkeln und Säulen, das macht uns glücklich, das macht uns richtig Freude. Das hat Julian auch schon gesagt, wie wichtig Ästhetik ist. Was ich in meiner Rede erzählen möchte, ist, wieso es besonders wichtig ist für diejenigen, die wenig Geld haben in dieser Gesellschaft. Wieso es gerade für diejenigen wichtig ist, die im Plattenbau leben, die im Industriegebiet arbeiten müssen. Dass gerade diese Menschen, auch wenn sie vielleicht nicht viel Geld haben, auch wenn sie Steuern zahlen, dass es für die wichtig ist, dass wir eben den öffentlichen Raum, den wir noch haben, der noch nicht gated community wurde, dass wir den verzieren, dass wir Säulen haben, Farben haben und dass diese Menschen auch etwas haben, an dem sie sich erfreuen dürfen. Konrad sagt, wenn jemand, der sich keinen Anzug leisten kann, in solch einen Raum kommt, dann fühlt er sich unwohl. Weil dieser Mensch, der irgendwie zu Hause schon keine schöne Wohnung hat, der will dann auch in so einen grauen Kasten kommen mit senfgelben Wänden, der will da irgendwie keine Verschnörkelung, der will keine Ästhetik, er kann es sich ja privat auch nicht leisten. Und ich glaube, gerade jemand, der sich keine teuren Anzüge leisten kann, gerade jemand, der irgendwie nicht so eine geile Prenzlberg-Wohnung hat mit dem ganzen Stuck an den Wänden, der im Industriegebiet arbeiten muss. Waren Sie schon mal in Berlin, im Plattenbau, in Marzahn, in Lichtenberg? Das ist echt nicht schön. Das sind einfach nur graue Kästen, einer nach dem anderen. Einem geht da fast die Luft aus. Das ist wirklich eklig. Und als Mensch ist die Ästhetik sehr wichtig für uns. Und dieser Mensch, der arbeitet auch noch in einem Gebiet, der es genauso aussieht. Und dann geht er einmal zum Finanzamt, dann geht er in die Innenstadt und dann will er sich doch an Schönheit erfreuen. Und wir sagen, gerade wenn man sich eben privat diese Ästhetik nicht leisten kann, dann haben wir diesen öffentlichen Raum zur Verfügung. Und dann haben wir ein Rathaus, eine historische Innenstadt, dann haben wir Schulen, wo eben auch diese Kinder hingehen, die vielleicht sonst immer nur in diesem Plattenbau leben und auch kaum in die Innenstadt kommen. Und wir sagen, gerade diese Dinge sollten ästhetisch sein für diese Menschen. Deine Frage. Wie wirkt es dann auf den Bürger, wenn das Einzige, was in dem Staat funktioniert und schön ist, die Sachen, die der Staat für sich selbst baut? Nein, ich glaube, vieles funktioniert, beispielsweise die Absicherung. Das heißt, wenn jemand arbeitslos wird, kriegt er auch sein Arbeitslosengeld. Es gibt Schulen für alle Kinder, Gott sei Dank, in Deutschland. Also ich sehe nicht, dass das Einzige, was funktioniert, auf einmal Ästhetik ist. Ich sage bloß, es ist ein wichtiger Punkt und wir dürfen ihn nicht vernachlässigen, insbesondere für diese Menschen. Und jetzt haben wir mehr und mehr gated communities. Und so eine Oberschicht, die sich da absetzt und mit ihrem ganzen Geld sich die Wände schön macht, die Gegend schön macht, die Gärten schön macht, dann haben wir die Öffentlichkeit mit vielen armen Menschen, die das nicht leisten können. Wir sagen, es ist unfair, wenn wir irgendwie Menschen haben, die schon bestraft sind, die nicht so viel Geld haben, dass die sich dann auch nicht an sowas erfreuen können, gerade wenn das etwas wäre, was einen so glücklich macht. Jetzt die Frage, ja gut, jetzt haben die schon wenig Geld, sollen die echt dafür Geld ausgeben? Gehen wir das mal kurz realistisch durch. Wir haben 360 Tage im Jahr ungefähr. Und mit all den Feiertagen und Wochenenden arbeiten wir ungefähr 60%. Das heißt, 160 Tage, wo wir ungefähr arbeiten. 1% davon, das sind 1 bis 2 Tage im Jahr. Mit einem progressiven Steuersatz heißt das, ein Tag im Jahr gehe ich zur Arbeit und dafür habe ich einen öffentlichen Raum, der wirklich gut aussieht. Da habe ich Verschnörkelungen, Säulen, Farben, all das. Und wir glauben, die meisten Leute, wenn man sich fragen würde, wenn sie nicht arbeitslos sind und arbeiten, die würden sagen, gerne gehe ich einen Tag im Jahr arbeiten dafür, dass wenn der Staat Gebäude baut, auch diese ästhetisch baut und nicht nur funktionell. Weil funktionell, das habe ich schon jeden Tag, das brauche ich nicht. Ich glaube nämlich, dass auch das Kind in Marzahn das Recht hat, ästhetische Umgebungen zu sehen.